sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute hier am Flughafen Kassel-Calden. Die Bilder, die Sie hinter mir sehen, der Flughafen, keine Menschen, diese Bilder kennen Sie aus anderen Fernsehsendungen zu Genüge. Wir wollen Ihnen aber heute mal etwas andere Bilder zeigen, dass hier durchaus Betrieb ist, dass gerade hinter Ihnen Busse abfahren mit Reisenden, die gerade angekommen sind, dass Maschinen hier gelandet sind und hier abfliegen. Lassen Sie sich einfach mal überraschen und bewerten Sie das Ganze selbst. Weil es mal interessant ist, von der Heimat aus zu fliegen. Dieser Flughafen ist natürlich ein sogenanntes Start-up-Unternehmen und das muss erst anlaufen. Aber tatsächlich, wie Sie hinter mir sehen, sind eine Menge Leute, die hier ständig ankommen. Die kommen zum Beispiel jetzt gerade aus Antalya. Also das Konzept ist, dass wir ganz klar gucken, mit wem wir Partnerschaften eingehen, sei es Reisebüros, Veranstaltern und natürlich dann im Anschluss daran auch den Airlines. Es hilft ja nichts, wenn ich auch einen guten Veranstalter habe, aber dann eine Airline wie letztes Jahr, die dann in den Konkurs geht und das Flugprogramm damit nicht durchgeführt werden kann. Sehr gut ausgerüstet für den Flughafen, ein sehr schönes Landeverfahren und landschaftlich sehr schön gelegen, wenn man das von oben sieht. An sich hat uns hierher gebracht meine Schwester aus Melsungen und das ist so, die ist immer ganz empört, dass der Flughafen hier so schlecht gemacht wird. In den Leserbriefen zur Zeit, zur Zeitung und so. Mein Bruder ist ja wie gesagt aus Hannover und dann wird ja immer mal gelästert. Wir schicken uns immer Mails und dann schickt er mir Negativurteile und ich schieße dann zurück und lobe den Flughafen immer. Ja. Na, weil ich möchte, dass der hier bestehen bleibt. Meine Schwester fliegt garantiert von hier nach Fuerteventura, weil sie mehrfach in Fuerteventura war mit ihrem Sohn. Und sie sagt, jetzt kann ich endlich mal von hier ganz einfach darüber fliegen und das ist eine schöne Sache. Unsere Verhältnisse völlig okay, ausreichend und ja, alles neu, auch sehr schön. Sehr angenehm, ja, wir kommen aus Kassel-Hallishausen. Ja. Und für uns ist natürlich optimal, ne? Kurzer Reiseweg. Betriebswirtschaftlich sagt unsere Hochrechnung, wir haben einen Verlust geplant, der in der Größenordnung von 8,1 Millionen abgesetzt ist. Ich bin aber durchaus vorsichtig optimistisch, dass wir da noch was tun. Und man muss sich auch immer vorstellen, dass ein Flughafen, auch ein Paderborner Flughafen, nicht von heute auf morgen geboren wurde. Und dass eine gewisse Zeitschiene für so ein Projekt immer in Betracht zu ziehen ist.